Jedenfalls denke ich, dass durch diese ganzen Baustellen, Arbeiten, was auch immer, diese Luke eventuell bei DIS gemacht wird. Ja, und bevor das passiert, schlafen wir heute hier. Die Luke, die man da oben sieht, ich glaube, da muss mein Seil hin. Yes, wir wandern. Heute leider nicht, denn heute geht es um eine ganz kurze Tour. Ich habe jetzt spaßeshalber einfach mal das GPS noch laufen lassen. Meter. Und wir sind quasi schon am Ziel. Und während des ganzen Gehens hat das ziemlich genervt. Und obwohl heute keine große Wanderung ansteht, kriege ich trotzdem das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Denn heute suche ich mir einen ganz verrückten Schlafplatz. Wirklich einen ganz verrückten Schlafplatz. Ich weiß noch nicht, ob und wie das klappen wird, aber ich habe einen Plan. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, da sind wir nämlich. An meinen heißgeliebten Kalköfen. Ja, wir haben ja einfach an einigen Stellen schon rotes Absperrband, Bauzäune. Ja, und das lässt vermuten, dass die Kalköfen hier nicht mehr lange so aussehen werden, wie sie gerade aussehen. Hier wird umgebaut und das treibt mich jetzt dazu, hier eine Aktion zu reißen, die vielleicht nie wieder so möglich sein wird. Und das sind die Kalköfen. Im Prinzip sind es mehrere große Brennöfen zur Gewinnung von Kalk. Die Öfen wurden so etwa um 1900 herum gebaut. Den Kalk hat man damals in erster Linie für Baustoffe genutzt, wie Zement, Kalksandstein und Gasbeton. Aber schon Mitte der 50er führten strukturelle Veränderungen dazu, dass sich der Betrieb nicht mehr lohnte. Die Öfen waren schlichtweg zu klein. Der letzte Ofen erlosch 1964 und war seitdem der Verwitterung ausgesetzt. In dem heutigen Zustand sind die Kalköfen seit ihrer Restaurierung in den 80ern. Seitdem sind sie als Industriedenkmäler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Und warum erzähle ich das alles? Die Öfen haben ein kleines Geheimnis. Es gibt dort einen kleinen, geheimen Gang. Und die Luke, der Einstieg, der ist genau über uns. Da wollen wir rein. Jedenfalls denke ich, dass durch diese ganzen Baustellen, Arbeiten, was auch immer, diese Luke eventuell bei DIS gemacht wird. Ja, und bevor das passiert, schlafen wir heute hier. Die Luke, die man da oben sieht, ich glaube, da muss mein Seil hin. Das ist zumindest der erste Plan. Da müssen wir rein. So, Freunde, alles klar. Die GoPro guckt jetzt in den Schornstein. Das Seil hängt da auch schon. Und jetzt werden wir nur versuchen, das da einzufädeln. Geklappt.
Boah, Junge, wie schwer das ist. Hey, ich hoffe, das war's. Gott, ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, das war's. Jawohl. Yes, Junge. Ah, man sieht nichts. Yes, Junge. Klar, das war der erste Streich. Alles klar. Okay, lass mal den Rucksack. Okay, der Plan ist jetzt, das andere Ende des Seils irgendwo hier festzumachen und oben abzubauen. Dann bin ich nämlich oben unsichtbar. Das ist jetzt der Plan. So habe ich noch nie gepennt. So habe ich ohne Scheiß noch nie gepennt. Das ist doch original 1905, oder? Das hier ist irgendwas Neueres. Mit irgendwelchen Gewinden. Ja, wir sind hier im Prinzip im Kalkofen drin. Beziehungsweise hier nebenan ist direkt der Ofen. Ja, und hier sind irgendwelche Wartungsräume. Es wird angetropft. Dem Ding kann ich nicht pennen, weil es zusammenbricht, wenn man sich draufsetzt. Was ist das für ein Zeug? Und hier wohne ich. Hab mich hier schon häuslich niedergelassen.
Ja, mal schauen, wie das wird hier. Mit dieser Luftmatratze noch drunter. Alles klar, ich leg mich hin. Gute Nacht. Guten Morgen. So, okay, alles klar. Kleine Aufgabe haben wir noch vor uns. Wow. So, das war jetzt Nacht Nummer 12. Ja, der Hammer. Ja, mir fällt gerade auf, dass 12 Nächte einfach schon ein Vierteljahr sind. 3 Monate. Ist eigentlich ein kleines Jubiläum. Ja, bis zum nächsten Mal.